Ich begrüße euch alle. Mein Thema ist Verantwortung übertragen oder Verantwortung übertragen bringt Ruhe. Am Donnerstag von 7 bis 8, ich betreue so 8 Kinder, 3 von denen sind Mädchen und Kleiner, Kindergartenkinder und so 5 und 6 Jahre alt, aber 5 andere, die sind große. Und die sind auch befreundet da draußen, immer zusammen, und sie sind ein Team. Und eine von denen, der M heißt, er hat die anderen geführt, und so wie ein Leader. Deswegen, die waren immer so zusammen, die haben die anderen gestört, die waren so laut. Und das sieht so wie ein bisschen wie Gewalt aus. Deswegen musste ich etwas darauf machen. Ich habe so drei Methoden benutzt zusammen. Ich-Botschaft, Verantwortung und übertragen oder übernehmen und aktiv zu hören. So, theoretisch kann man die voneinander trennen, aber praktisch, ich musste die alle zusammen benutzen. Nicht gleichzeitig, aber zum Beispiel hier, wenn ich ihm eine Verantwortung gegeben habe, das musste ich auch am Ende ein Feedback in Ich-Botschaft geben und auch manchmal aktiv zu hören. Deswegen hier habe ich die voneinander getrennt, damit ich das erklären kann. Erster Schritt war Ich-Botschaft. Am Anfang an musste ich so etwa 5 Minuten unter 4 Augen mit M reden. Er ist so 10 Jahre alt, damit ich ihm meine Gefühle erzählen und sagen, was passiert ist, wenn er so laut ist und wenn die anderen stört, besonders die 3 Kleinere, die bekommen Angst. Dann, die haben geweint vielmals. Ja, das ist fast eigentlich so eine schwierige Situation, 3-4 Wochen. Dann, er hat mich jetzt versprochen, dass er macht das nicht, aber ich war mir nicht sicher, dass er das nicht macht. Dann, dass diese kurze Sitzung hat 5 Minuten gedauert. Dann einige Beispiele von Ich-Botschaft, die ich benutzt habe. Zum Beispiel habe ich gesagt, dass wenn ich sehe, dass du sehr laut bist und versuchst, die anderen auch laut zu machen, stresst mich das, weil es die Kleineren erschreckt und die anderen Jungen mit den Dingen beschäftigt, die nicht wert sind. Das ist natürlich ein negatives Gefühl, aber kann auch man Ich-Botschaft in positive Formen benutzen, wenn er so etwas Gutes gemacht hat oder einen Schritt sich verbessert. Zum Beispiel, ich habe gesagt, wenn ich sehe, dass du mir und den anderen hilfst und teamfähig bist, freut mich das sehr, weil es uns hilft, ein wunderbares Miteinander zu haben und niemand wird müde und ängstlich. Nach dieser Phase, das hatte so 2 Wochen gedauert, ich mit M in Botschaft geredet habe. Ich habe ein bisschen Veränderungen gesehen, die positiv waren. Deswegen musste ich auch sagen, dass Aufmerksamkeit ist viel zu viel wichtig, weil die Kinder immer wollen Aufmerksamkeit von uns bekommen. Deswegen, ja, wenn man mit in Ich-Botschaft vor mit den Kindern redet, das auch ist ein bisschen Aufmerksamkeit und deswegen, ja, die mögen das. Nach dieser Phase, ich könnte meinen zweiten Schritt benutzen oder beginnen. Das war Verantwortung und Übertragen. Ich habe Verantwortung und Übertragen, weil ich mir mit der Zeit sicher war, dass er mehr Aufmerksamkeit wollte. Aber ich musste dieser Schritt so teilen zu andere kleinere Schritte, und die Schritte waren nur eine kleine Aufgabe und nachher 2 kleine Aufgaben und eine Aufgabe, aber diesmal eine große Verantwortung. Eine kleine Aufgabe zum Beispiel, er musste, ich weiß nicht, woher kommt das? Das ist nicht mein Schuld. Eine kleine Aufgabe geben, zum Beispiel die andere Kinder, die Maitlis und die Kleinere, so Schüssel geben oder Löffel oder das, was die da brauchen. Und
er hat das gut gemacht. Nachher zwei kleine Aufgaben. Aber hier habe ich auch im, so ein, in Ich-Botschaft vor so Feedback gegeben, wenn ich sehe, dass du ruhiger bist und den anderen gut helfen kannst, freut mich das, weil es ist mir wichtig, dass ich so eine kooperative, ruhige Gruppe habe, nach diesem ersten Schritt. Und dann zwei kleinere Verantwortungen übertragen. Dieser Schritt dauert so auch zwei Wochen. Ich musste die Aufgaben langsam übertragen und die Wirkungen deutlich sehen. Ich hatte keine Eile. Dafür braucht man wirklich keine Eile, wenn man die Veränderungen will und etwas verbessern muss. Dann, es kam dritte und wichtigste Schritt vor. Ein Tag, die fünf Kinder, junge Buben, die wollten da draußen Fußball spielen, das Wetter war nicht so schlecht. Deswegen habe ich gesagt, ja, das ist gut, aber ich konnte nicht gleichzeitig in zwei verschiedenen Plätzen zu sein. Auch da drinnen auf die kleinere Schule und die Kinder aufpassen und draußen auf die. Deswegen habe ich diese Station benutzt, nicht ausgenutzt, benutzt, weil ja, ich habe gesehen, ja, die sind da draußen, dann ich kann M diese Verantwortung geben, weil ich habe das nicht geplant und ich konnte auch das nicht planen, aber ja, das war eine so gute Situation, weil deswegen habe ich gesagt, okay, ihr wollt nach draußen gehen, es ist okay, das Wetter ist schon, wir haben auch Zeit, dann, aber M musste die Verantwortung übernehmen. Und ich habe die anderen Kinder erzählt, ja, ihr müsst so auf ihm aufhören und dann er ist verantwortlich. Ich habe alles erklärt. Ich habe auch dazwischen zweimal nachgeschaut. Alles war gut. Am Ende, ja, ich habe auch gefragt, was war das, was hast du gemacht? Er war auch Schiri da. Denn am Ende, alles war gut geklappt und die waren zufrieden. Und wie ich auch vorher gesagt habe, nach jeder Pause habe ich mit ihm so unter vier Augen mit dem Ich-Botschaft geredet. Dann, wenn diese Phase fertig war, dann ich musste auch vorher manchmal Feedback geben und aktiv zu hören benutzen. Einige Beispiele, zum Beispiel, ich habe gesagt, du siehst in den letzten Wochen sehr glücklich aus, weil du mir helfen kannst und die Kleinen jetzt in Ruhe lässt. Kann das sein? Er hat gelacht und hat nichts gesagt, aber Mimik war mir klar, dass ja, er ist zufrieden und alles ist gut. Und zum Beispiel, ich habe gesagt, auch, ich sehe, dass du heute besonders glücklich bist, weil du hast K und M mehr, zwei andere Kinder, die kleinere Mädchen, beim Aufräumen der Spielsachen geholfen hast und die sind nun eher bereit, in den Kindergarten zu gehen. Nicht wahr? Ist das wahr oder so? Und er war glücklich und ja, ich konnte das sehen. Aber die Veränderungen waren auch uns allen klar in die Betreuung in Menzingen. Und da haben wir auch das in die Ferienspaß gesehen, in die Turnhalle gesehen oder auch im UFSCI-Club, Hausaufgaben-Club. Er war ganz anders. Und dann, wir haben auch in der Sitzung mit den Mitarbeiterinnen darüber gesprochen. Alle haben das deutlich gesehen. Und in Ferienspaß waren wir zwei Mitarbeiterinnen zusammen und 10 Kinder. Er war auch da drin, dabei. Dann am Ende des Tages hat meine Mitarbeiterin M als vorbildlich genannt und im Rapport geschrieben. Jetzt, er ist super, auch die Eltern haben das bemerkt. Die waren auch dankbar. Sie haben gesagt, was ist passiert in der Schule jetzt? Er ist ganz anderes. Und ich benutze jetzt diese Methode mit anderen Kindern. Und ja, es ist wirklich nutzbar. Und ich komme zu Ende und ich bedanke Ihnen
für Zuhören und Zuschauen. Danke vielmals. Ich gebe dir, oder schicke ich.